sind heute im Kronprinzenpalais, wo heute Abend die Fashion-Show von Lala Berlin stattfindet. Und ich habe mir mal die Leila geschnappt und sie wird mir ein paar Fragen beantworten zu heute Abend und überhaupt zu Mode. Und dann fangen wir mal an. Wovon hast du dich diesmal inspirieren lassen? Was können wir heute Abend erwarten? Es ist ein Spiel zwischen Architektur und Licht und Schatten gewesen, wo die Inspirationsquelle eigentlich herkam. Das heißt, wir haben uns maurische Fensterläden angeschaut und wenn das Licht dadurch sozusagen durchscheint und das wieder sich spiegelt im Schatten auf der Wand. Und somit sind einige Prints und Broderie Anglais entstanden, die wir mit Baumwolle umgesetzt haben, haben sommerliche Farben, das Blau und das Gelb, was ihr sozusagen seht und überall aufpoppt, das ist so ein bisschen die Farbigkeit. Wir haben Keypieces wie Trägerkleidchen und Overalls, die wir benutzt haben. Ja, ich glaube, es ist eine frische, sehr sommerliche Kollektion und ich hoffe, dass das Wetter uns auch zulässt, an Sommer zu denken und zu glauben. Das hoffe ich auch, das wäre auch sonst sehr schade. Du präsentierst auch heute wieder nicht im Fashion-Zelt, sondern in einer Off-Location. Warum hast du dich dazu entschieden, das nicht in dem klassischen Rahmen zu machen, sondern woanders hinzugehen und auch diese Dinnerparty auszurichten? Naja, weil man das, irgendwann sich ein bisschen anfängt zu langweilen und immer wieder was Neues probieren will. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt heute Abend hier gelandet sind und tatsächlich auch in einem offenen, sehr gewagten Atmosphäre ein Dinner ausstatten, das dazu dient, unsere Show zu zeigen. Also ich glaube, es ist so immer wieder nicht gelangweilt sein von dem, was man tut und irgendwas Neues machen, was ein bisschen nochmal Spaß und Aufregung bringt. Ich glaube, das war ziemlich aufregend jetzt. Jetzt noch. Ich sehe diese dunklen Wolken, die machen mir Angst. Das stimmt, mir auch ein bisschen. Aber ich glaube, da tust du deinem Publikum auch einen großen Gefallen, wenn du nicht immer das Gleiche machst, sondern mal was Neues. Ja. Welche Frau siehst du in deiner Mode? Was würdest du sagen, wie sieht die typische Lala Berlin Frau aus? Oder nicht unbedingt aussehen, sondern was macht die typische Lala Berlin Frau aus? Die typische Lala Berlin Frau gibt es tatsächlich als sozusagen Stereotypen gar nicht, mhm. weil ich festgestellt habe, dass die typische Lala Berlin Frau tatsächlich einen Geisteszustand hat, der sehr frei ist und sehr modern ist und die typische Lala Berlin Frau von 14 bis 74 tatsächlich anreicht und so es eher wirklich ein Bewusstseinszustand ist und ich habe festgestellt tatsächlich auch, dass diese Frauen alle sehr mutig sind und sehr fröhlich und sehr offen, also die sind weniger verstockt. Du zählst ja mittlerweile zu den erfolgreichsten deutschen Modemarken. Warum zeigst du immer noch in Berlin und warum zieht es dich nicht ins Ausland? Es zieht mich tatsächlich ins Ausland. Ich werde dieses Jahr das erste Mal in Kopenhagen zeigen, wo wir auch eine riesengroße Fangemeinde haben tatsächlich. Und es zieht mich auch ins Ausland, weil wir eigentlich im Plan der nächsten, also es ist ja immer so eine lange Planung voraus, aber also Amerika steht auf jeden Fall auf dem Plan. Ob das so passieren wird, weiß ich jetzt noch nicht, aber das ist so der Plan. Wo wir gerade beim Thema sind, Berlin wird ja leider im internationalen Vergleich immer noch so ein bisschen als Modestadt belächelt und auch gerade die Fashion Week. Wie siehst du das und was würdest du dir für Berlin als Modestadt wünschen? Ich sehe das irgendwie ziemlich relaxed. Also ich würde mir wünschen, dass man sich davon befreit, immer irgendwie verglichen werden zu müssen oder irgendwie mit irgendjemandem standzuhalten. Mein Gott, es ist halt Berlin und das ist jetzt das, was es hier ist. Und man muss ja jetzt auch nicht zu viel erwarten. Ganz einfach. Zum Schluss noch, kommt man irgendwann irgendwo an als Designer und sagt, man hat ein bestimmtes Ziel erreicht, was man sich gesteckt hat? Oder ist Mode generell immer ein wandelnder Prozess, der eben nie irgendwo ein Ziel hat? Also auch wenn man es mir nicht glaubt, aber ich bin gar nicht so zielstrebig, sondern eigentlich jemand, der gerne mehr oder weniger aus dem Impuls dieses Leben einfach lebt. Das heißt, klar hat man eine gewisse Planung, weil man ein Unternehmen gegründet hat, aber es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, als Ziel, ich will die Welt erobern. Ich will 300 Läden haben und pro Monat 300 Milliarden Trillionen machen.
Überhaupt nicht mein Ziel. Mhm. Das heißt, das Ziel ist ein gesundes Wachstum, glückliche Mitarbeiter, schöne Klamotten, die man macht. Und das ist ein Ziel, was man jeden Tag natürlich so einfach vor sein Auge hat. Ja, sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich freue mich auf heute Abend und drücke die Daumen, dass das Wetter hält. Auf jeden Fall. Mit Sicherheit. Danke.